von Wehwetter springt von der Latte zurück. Pohl kann einköpfen, 4:1 für Hannover. Hallo und herzlich willkommen zur großen Tante Emmys Gute Quarktaschen Halbzeitshow oder wie wir es scherzhaft auch manchmal nennen, der Club der Roten Dichter. Wo ist denn die Kamera eigentlich? Ist heute alles so anders aufgebaut hier. Das ist die Kamera. Nee, da ist jetzt eine Kamera. Da ist die Kamera. Okay, da ist eine Kamera, da ist eine Kamera. Ah, okay, ich versuche mich zu orientieren. Wir versuchen uns alle zu orientieren. Dieses Gefühl ist ungewohnt. Was war das am Wochenende? Das war irgendwie... wir haben ein Tor geschossen. Ja. Ich muss ja erstmal im Duden nachgucken, wie man das schreibt. Ja. Weiter, glaube ich, auch. wir haben ein Spiel gewonnen. Ja. Das erste Mal seit, ich weiß nicht, also abgesehen jetzt vielleicht vom Pokal. Also es war schon was Besonderes. Es war nicht das ganz große Spiel, das man jetzt vielleicht sich erhofft hat. Wobei hatte man sich das überhaupt erhofft? Man hatte sich, ehrlich gesagt, haben in der letzten Sendung, glaube ich, alle Leute bei uns eher, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, hier ja. sich sehr negativ geäußert. Ja. Ja. Also mehrstellige Siege, also mehrstellig im Sinne von höher als 1:0 des Gegners, waren prognostiziert worden. Ich weiß gar nicht, ob das war ja auch, also klar, ne, wenn du gegen Rostock und gegen Dresden so spielst und irgendwie gegen Werder am Anfang, da haben wir ja noch alle gedacht, ja super, so ein Absteiger, ne, und also war doch eine Top-Leistung. Und dann siehst du auf einmal, wie dieser Absteiger sich jetzt so in der weiteren Saison präsentiert. Man sieht ja jetzt, Absteiger zu besiegen ist jetzt nicht das Allerschwerste. Richtig. Das zeigt Schalke, das zeigt Werder. Ja. Und ich glaube, wir müssen uns darauf einstellen, deswegen bin ich auch heute sehr positiv gestimmt, weil dieser Sieg am Freitag dann ja doch, also am Ende war verdient, das auf jeden Fall, finde ich. Und diese zweite Liga, da kannst du halt nicht schön spielen. Da musst du, wahrscheinlich ist das jetzt noch mal mehr als die letzten... Da müssen die Tore so fallen, ja. wie das 1:0 durch Henrik Weidand ja. in der gefühlt 173. Minute. Ja. Ja. Aber auch da... Ich finde, also wenn wir direkt einmal aufs Tor kommen, das werden sicher am Telefon dann auch wieder ein paar andere anders sehen, aber es stand überall, man konnte überall lesen, Henrik Weidand, oh, da kriegt er aber ganz glücklich, fällt ihm der Ball auf den Fuß und so. Den musst du trotzdem erstmal machen. Ich finde wirklich, dieser Ball von Börner, der war clever, weil er den einfach reinspielt. Mhm. Weidand springt aber auch hoch, vielleicht erwischt er ihn ja sogar noch so ein bisschen. Dadurch irritiert er den Verteidiger, der lässt ihn halt springen. Und dann ist Weidand ja auch sofort da gewesen und hat das Ding ja aber sowas von... In die Maschen gedroschen. Ich sage auch nicht, dass er ihn aus Versehen beim Umdrehen mit dem Hintern irgendwie reingedrückt hat. Aber so wirkt es ja in manchen Schlagzeilen. Ja, das ist natürlich, also erstens muss man ja auch einfach sagen, erstens musst du in dem Moment auch die Geistesgegenwart sozusagen also ja. im Kopf haben, dass du sagst, ich schalte nicht ab. Ja. Ne, ich habe jetzt gerade den Ball eben vielleicht beim Hochspringen nicht erwischt. Ja. Aber ich schalte nicht ab, sondern ich gucke. Und nicht nur, ich würde sogar noch vorher, also nicht nur die Situation nicht abzuschalten, sondern auch dieses Spiel noch nicht herzugeben. Also wirklich ja, ja. zu sagen, du hast es gesagt, in der 173. Ja, da springt er dann halt auch noch hoch ja. und statt ist halt sich da. Einzubuddeln, wie es sich gehört. Ja, ab der 81. Haben wir alles schon gesehen, haben oder? Haben wir alles schon gesehen, das stimmt. Also insofern, nein, wir wollen das nie wirklich, wir wollen es nicht schlechter reden, als es war. Es war jetzt kein grandios herausgespielter Sieg, es hat aber insgesamt tatsächlich etwas besser ausgesehen. Mit der einen Einschränkung, dass halt man immer noch das Gefühl hatte, auch gegen Heidenheim. Ja, das mit dem Tore schießen ist ein bisschen schwierig. Wir brauchen halt erstmal im Augenblick zu viele Situationen und dann halt so eine Situation, damit es dann ja. wirklich mal klappt. Aber jetzt ist natürlich, jetzt ist der Knoten geplatzt, das weiß man ja, um mal 5 € ins Phrasenschwein zu werfen. Genau, und jetzt geht's ab. Ja. Und das ist nur noch, jetzt ist unser Weg mit goldenen Rosen quasi gepflastert, bestreut. Und wer könnte sie schöner streuen und aussäen als natürlich Fritze. Fritze ist nämlich am Telefon, wenn ich das ja. sehe. Und dann wollen wir mal horchen. Fritze, hallo, schönen guten Abend. Guten Abend noch von mir. Hallo? Ich höre ganz dumpf, höre ich was aus der anderen Tür, glaube ich. Aber wir also hören wir hier drin gar nichts. Ist da was nicht in Ordnung? So. Ah, da ist eine Stimme. Jetzt, Fritze, guten Abend. Ich höre ja oft Stimmen. Hallo, ihr beiden. Fritze, ja, hallo, grüß hallo. Dich. Also eins muss ich sagen, das Tor von dem Weidand war spitze. Das kann er ja auch. Ja. Aber das Spiel als solches war Not gegen Elend und Not hat 1:0 gewonnen. Ja. Aber wir reden ja trotzdem, also Heidenheim, da kann man sagen, ja gut, die spielen schon ewig in der zweiten Liga, aber man darf ja auch nicht vergessen, vorletzte Saison, glaube ich, war es, dass sie das Relegationsspiel gemacht haben. Die sind eigentlich immer irgendwie oben mit dabei. Hm. Das ist keine schlechte Truppe. Insofern finde ich das schon in Ordnung. Also kann man das schon als... Und wie gesagt, dieser Sieg war verdient, oder? Ja, das ist sowieso, ja. Ja.
Also die Heidenheimer spielen, glaube ich, immer relativ gallig, aber ich glaube, wenn du da irgendwie mal ein bisschen dich gehen lässt, dann wirst du vom Trainer auch schief angeguckt. Oh Gott. Oh Gott, ja, Entschuldigung. Fritze, aber was hat dir denn noch so ein bisschen Mut gemacht am Spiel oder gar nichts? Ja, was heißt Mut? Der Trainer hat langsam den Mut, aber Leute dahin zu stellen, wo sie sonst nicht spielen. Nicht? Also das ist schon ganz gut so. Von wem sprichst du jetzt gezielt? Ja, der Ochs hat gespielt, ne? Ochs hat gespielt, genau. Ja. Hat er auch gut gemacht, finde ich auch. Also der kann da ruhig öfter spielen. Ich fand auch, ich weiß nicht, widersprich mir, wenn du es anders siehst, ich fand die Doppel-Sechs auch gut, also dass man im defensiven Mittelfeld, dass er sagt, da stellen wir jetzt mal Franz und Kaiser hin. Ja, das hat er ja schon mal genau, das, gegen Werber auch gemacht, genau, das sah hat er auch ganz, gemacht. Da ganz gut aus. Ich es finde ist nicht auch die optimale Lösung, aber es ist, sagen wir mal, für die derzeitige Situation. Genau, ja, mit dem Kader, genau, muss er das so machen und ich hoffe, dass er das so durchzieht und also das hat mir gerade am Freitagabend auch wirklich wieder gut gefallen. Ja. Fritze, was meinst du? Der Sechser ist aber trotzdem nötig, ne? Der kommen soll. Ja, ja insgesamt gesehen kannst du mit der Mannschaft nicht aufsteigen. Obwohl die zweite Bundesliga viel schwächer ist, als wir gedacht haben. HSV gewiss nicht, Werder gewiss nicht. Also die zweite Bundesliga ist schwächer, als wir gedacht haben. Ja, schwächer oder stärker, das oder ist jetzt die große Frage. Und die Absteiger sind schlechter, als wir dachten. Ja. Aber die Absteiger verkaufen ja auch alle irgendwie. Wobei Schalke kauft ganz viel, verkauft aber auch viel. Also bei Werder ist es ja, glaube ich, so, da spielt im Augenblick der Zeugwart und der Busfahrer mit. Ja, ja. Und man weiß gar nicht mehr, wer noch überhaupt in der Mannschaft ist. Und man weiß ist. Auch nicht, ob die nächste Woche noch da sind. Nein, die haben auch gerade schon ein Angebot von Real Madrid. Ja. Ja. Auf jeden Fall, wir müssen nach Darmstadt und das wird schwer, auf jeden Fall. Ja. Ja, die haben es jetzt am Wochenende war gegen HSV, ne? Das ja, bei HSV Unentschieden, die Woche davor haben sie 6-0 gewonnen. Moment, ach, St. Pauli? Nee, von wem reden in wir jetzt? In Darmstadt. Hat Darmstadt die Woche davor 6-0 gewonnen. Ach so, die Woche davor, ja, genau. Ja, aber die haben doch jetzt am Wochenende gegen St. HSV auch relativ... HSV 2-2. 2-2, genau, das war das. Ja, ja. Also was letzte Woche war, weiß ich doch jetzt schon nicht mehr. Mein Gott, Fritze, überfordere uns nicht. Aber es ist ja wirklich, Fritze, wie du sagst, ne? Also die Frage ist ja wirklich, was ist der Maßstab? Ne? Also ich finde, das ist gerade noch extrem schwierig in dieser Liga rauszufinden. Mhm. Was ist jetzt, also was zählt denn so ein 2-2 gegen den HSV, die irgendwie auch ja gegen St. Pauli das Stadtduell dann, obwohl sie vorher mit Pauken und Trompeten hingefahren und dann war es doch nicht so gut. HSV hat seit 4 Spielen nicht gewonnen. Genau. Ja, also ich habe gelesen, im Grunde ist es der schlechteste Zweitligastart. Die haben ja nun schon eine große Zweitliga-Historie, der HSV, das darf man nicht vergessen. Ja. Bald können sie eine Uhr im Stadion aufbauen. Sollte man mal überlegen. Der schlechteste Zweitligastart, den der HSV hingelegt hat, tatsächlich von seinen vielen, vielen Zweitligastarts, die er mittlerweile hat. Ja. Tja, also insofern, aller Anfang ist schwer, auch in Hamburg, wie man merkt, und für uns auch. Und ich meine, na gut, die erste Liga hat jetzt erst 2 Spieltage. Nicht, dass das unsere Kernkompetenz ist, aber auch da hat man ja noch so ein bisschen das Gefühl, da muss sich vieles noch finden und das schält sich noch nicht so eindeutig heraus, wie man das normalerweise vielleicht auch gewohnt ist. Das kann natürlich sein, dass das 3, 4, 5 Spieltage später in beiden Ligen noch der Fall ist. Und dann werden wir vielleicht auch sehen, welche Mannschaften denn nun tatsächlich in der zweiten Liga oben mitspielen. Also ich meine, Jan Regensburg scheint ja momentan zum Beispiel ein ganz guter Kandidat zu sein. Also ich meine, vielleicht ist es nur ein kurzes Strohfeuer, aber vielleicht halten sie das ja auch. Und dann wären die sicherlich schon mal definitiv ein Kandidat für den Aufstiegskampf. Also, wenn du erstmal so auf Erfolgskurs bist, das macht Mut und Lust und ist immer gut. Ja. Darum braucht 96 unbedingt 1, 2 Erfolgserlebnisse, um da unten rauszukommen. Ja. Immerhin, Erfolgserlebnis, das kann man nicht anders sagen, hatten wir jetzt. Das war ein Spiel, wo man, das ist ja auch wichtig, trotzdem jetzt nicht hinterher das Gefühl hatte, boah, das haben wir jetzt total geschenkt bekommen, die 3 Punkte, sondern wir haben sie uns schon erarbeitet. Also das ist, man muss sich ja auch Glück manchmal erarbeiten und man hat das Spiel zu 0 gespielt und man hat, also von daher, da spielen schon eine Menge positive Dinge eine Rolle. Das sollte man wirklich nicht zu schlecht reden und dass es, wie gesagt, etwas schwieriger würde, haben wir ja gewusst. Und wie gesagt, ich erinnere nochmal daran, alle Prognosen in der letzten Woche sahen also ganz anders aus und haben klar gesagt, dass die Heidenheimer uns eigentlich wegputzen müssten. Ich muss, glaube ich, auch mich selbst so ein bisschen revidieren. Also ich habe vor, ich glaube, 4, 5, 6 Wochen, als Markus Mann vorgestellt wurde, habe ich ja gesagt, ja, so richtig...
weiß man nicht, was 96 davor hat, aber ich finde, das wirkt jetzt alles ziemlich stabil. Also ich habe so das Gefühl, man weiß ungefähr, was Jan Zimmermann vorhat. Marcel Franke halte ich für einen sehr guten Kapitän. Mhm. Im Sturm ist auch, das ist vielleicht was, wenn wir gerade über das defensive Mittelfeld gesprochen haben, es sitzen dann doch sehr viele Stürmer draußen, also jetzt auch mit Maximilian Bayer, Soleimani saß noch draußen, Tumessi, also da sind echt im Sturm sind wir, glaube ich, gut besetzt, aber da dürfte noch was im defensiveren Bereich kommen. Aber trotzdem, finde ich, macht Markus Mann das bisher auch sehr gut. Also, ja, gefällt mir. Es ist ja, wir sind ja nun jetzt in der entscheidenden Woche. Das heißt, also wir gehen jetzt davon, oder? Es ist jetzt Ende August. Das heißt, wir gehen davon aus, dass in dieser Woche ja eben eigentlich noch Leute kommen müssten. Dass jetzt tatsächlich noch ein paar Namen fallen dürften. Also die große Überraschung erstmal heute ja für viele, dass Meiner jetzt ganz überraschend festgestellt hat, dass er aus seinem Mietvertrag nicht rauskommt. Ja. Oder was auch immer der Grund war. Beziehungsweise es war eben doch die Tatsache, dass er halt vielleicht wechseln wollte, aber nicht nach Bremen. Ja. Also jedenfalls nicht innerhalb der zweiten Liga. Noch dazu zu einem Verein, der möglicherweise auch das nächste Jahr noch in der zweiten Liga spielt. Wobei ich das auch problematisch finde. Also ich finde, Linden Meiner tut sich damit ja selber keinen Gefallen. Also wenn er seine Mutter, die ja gleichzeitig seine Beraterin ist, wenn die in der Woche sagt, bei 96 verlängert der Junge garantiert nicht, also der ist nächsten Sommer weg. Gleichzeitig dann eigentlich schon mit Werder, wenn man Frank Baumann glauben darf, wirklich, also der ja gesagt hat, wir hatten eine Zusage. Wie viel ist das dann noch wert, dass so ein Spieler dann, also wie viel kann der dann wirklich noch bei dem Verein, also in unserem Fall dann 96 sein? Hm. Das kam allerdings von der Mutter dann offensichtlich. Ne? Fritze, wie hast du denn den Fall beobachtet? Hast du gedacht, Meiner ist schon so gut wie weg? Also ich bin nur optimistisch, dass der bei 96 bleibt. Das soll der bei Werder Bremen. Die sind doch noch schlechter als wir. Ja, aber wenn gleichzeitig das Signal kommt, er verlängert aber auch garantiert nicht, dann musst du ja jetzt fast, also so ist ja mittlerweile die Rechnung im Fußball, dann musst du ja fast jetzt, dann kannst du jetzt noch die 2 Millionen einsteigen. Ob die Mutter mit dem Sohn abgesprochen hat, weiß man ja nicht. Oder ob das von sich aus gesagt hat. Ne? Vielleicht wird der Vertrag mit der Mutter ja auch nicht verlängert, obwohl das ist schwierig. Ne? Das könnte, tja, man weiß es nicht so richtig. Das ist natürlich ein bisschen unprofessionell. Also sprich, es ist unglücklich, wenn da irgendwie möglicherweise ohne dass der Spieler überhaupt konsultiert wird, möglicherweise die Mutter da irgendwelche Sachen rausgehauen hat. Keine Ahnung, vielleicht ist da auch die Hoffnung größer gewesen, dass eben ein Bundesligist etwas schneller zuschnappt. Und das passiert jetzt gerade nicht. Hertha war ja angeblich auch im Gespräch, aber offenbar ja nicht so konkret. Also sehe ich aber ehrlich gesagt auch nicht. Also als die Mutter von den Meiner das gesagt hat, da war doch nicht raus, dass Werder Bremen so schwach ist in der zweiten Liga. Hm. Wollen wir mal ganz klar festhalten. Ja. Die wird jetzt auch anderer Meinung sein, die Mutter. Ja. Okay. Plötzlich wissen die Leute wieder, was sie an Hannover haben, wenn sie andere Mannschaften sehen. Tja. Na gut, also ja, es ist jetzt tatsächlich so ein bisschen, aber man ist jetzt wirklich so ein bisschen hin und her gerissen. Was ist jetzt eigentlich besser? Alle hatten sich schon darauf eingestellt, glaube ich, auch bei 96. Auch Markus Mann dürfte sich schon darauf eingestellt haben, dass jetzt wahrscheinlich Ersatz geholt werden soll und dann eben wenigstens ein bisschen Geld reinkommt. Ja. Wenn das jetzt nicht der Fall ist und er dann tatsächlich im nächsten Jahr wieder weg wäre, ohne dass wir dafür Geld kriegen, ist tatsächlich die Frage, ob das dann der schlauere Weg ist. Dafür müsste er halt liefern, ne? Und das fand ich Freitagabend dann doch. Also es gab ja schon diese eine Chance, wo Duxch den Ball wirklich sensationell in so einer 360-Grad-Drehung nochmal rüberlegt auf Meiner, der ihn dann aber ja so ein bisschen verstolpert hat oder so ein bisschen, ich glaube, drei Gedanken im Kopf hatte. Naja, und die Sprungkraft, also die Explosivität in seinen Läufen ist natürlich auch noch nicht so groß. Also klar, er hat diese Quarantänezeit hinter sich, da konnte er sich definitiv nicht in dem Maße fit halten, wie man das halt draußen und mit der Mannschaft kann. Aber er ist sportlich gerade definitiv nicht der Meiner, der vor einem Jahr oder was, richtig, oder anderthalb Jahren, richtig, irgendwie von Gladbach umworben wurde. Deswegen ist das jetzt so ein bisschen die Frage, wie sollte... Ja, ihr wisst doch, wenn die Spielpraxis fehlt, das ist das Problem bei dem Muslia. Wenn er mehr Spielpraxis kriegt, wird er auch stärker. Auch richtig. Muslia finde ich auch, macht sich auch gut. Der kann Fußball spielen, der Junge. Ja. Ja, aber er lässt es dann auch zu oft gerne mal wieder ein ganzes Spiel über, weil er irgendwie gerade keinen Bock hat oder, keine Ahnung, Steinbock im Aszendenten steht. Ich weiß es nicht, was da der Grund ist. Aber es braucht nur diesen einen sensationellen Schuss, der dann dreimal die Richtung ändert. Und wenn der dann reingeht, dann verzeihe ich dem auch 70 schlechte Minuten. Ja?
Das ist so ein Genie-Typ halt, ne? Ja. Ja, ich meine, und mit Genietypen, ich erinnere an Jan Schlaudraff und Jerzy Steiner, haben wir ja hier eigentlich gute Erfahrungen gemacht in Hannover. Ja. Und wenn das wirklich so, wenn die Genie-Seite oft genug rauskommt. Fritz, Pinto war auch so einer. Stimmt. Bitte? Sergio Pinto. Weil du von Schlaudraff sprichst, der Pinto war auch so einer. Ja. Der war jetzt wenig, aber war der so genial? Also der war ordentlich, der hat gekämpft, aber ich habe jetzt nicht so die genialen Bälle bei ihm in Erinnerung, oder doch? Es blitzte manchmal auf, glaube ich. Aber ich glaube, Fritzes Erinnerung ist besser als meine. Bestimmt. Und wenn Fritze das sagt, dann wenn wird Fritze das... Wenn Fritze das sagt, dann war Sergio Pinto auf jeden Fall... Dann hatte ich noch eine Dauerkarte. Okay, na dann ist die Sache geklärt. Sergio Pinto kommt in unsere Genie-Galerie auf jeden Fall rein, die wir hier demnächst aufhängen werden. Fritze, das nächste Spiel, wie angehen? Mit der gleichen Mannschaft, würdest du sagen, muss jetzt weiter wieder früher oder sollte man das so ähnlich wie hier auch machen, ihn später bringen? Wir haben ja jetzt auch noch mit Maximilian Bayer noch jemand, der beim nächsten Mal vielleicht schon ein bisschen früher kommen könnte. Ja, der Trainer wird ja wissen, welcher Spieler fit ist und welcher nicht so fit ist. Nicht? Also, ja, aber tolle Strategie, wie würdest du jetzt das angehen? Und wichtig ist, dass die Spieler zusammenpassen müssen, ne? Mhm. Die untereinander mal Ball spielen, wo keiner mit rechnet und sowas. Ja. Na und vor allem, dass sich so ein Selbstbewusstsein auch aufbaut. Ne? Also, dass du vielleicht, also ich weiß nicht, wie du es machen würdest, aber ich würde es, glaube ich, schon in der gleichen Anfangsformation wie jetzt am Freitag versuchen, weil du ja eine Mannschaft da hast, die halt eben dieses Erfolgserlebnis noch im Kopf hat und sich vielleicht gegenseitig dann auch Selbstbewusstsein geben kann. Ne? Und der Trainer sieht ja von draußen, wer einen schwachen Tag erwischt hat, den kann er dann rausnehmen. Ne? Ja. So einfach ist Fußball, Fritze. So einfach ist das. Fußball. Wir erklären heute an mehreren Stellen, glaube ich, noch, wie einfach Fußball manchmal sein kann. Ja, wir haben schon den nächsten Anrufer, der ja mit den Hufen scharrt in der Leitung. Ich weiß nicht, ob man den Leitungen scharren. Carsten wieder, ne? Es ist der Carsten, genau. Fritze, du hast ja mittlerweile hellseherische Fähigkeit. Es ist erstaunlich. Du bist schon lange genug dabei, ne? Aber von den 100 Leuten, die hier jede Woche anrufen, da ist es dann doch erstaunlich, dass du jetzt genau weißt, dass es jetzt gerade... Du weißt doch, wir sind jetzt schon 25 Jahre H1. 25? Vorher waren wir offener Kanal. Ja, 25 Jahre. Das gibt's hier schon so lange? Unglaublich. Ja, so sieht die Technik auch aus teilweise. Na. Ja. Ich hab hier so ein Ding an der Wand hängen. Ehrenmitglied Friedrich Gallienhardt. Und Matthias Wieland und Volker Wiederholt unterschrieben. Oh, das ist von uns, das ist ja bald schon historisch. Ja. Das ist auf eBay bestimmt mindestens 2 Euro wert oder so. Keine Ahnung, also nicht schlecht. Ja, Fritze, das freut uns sehr. Vielen Dank auf jeden Fall, dass du dich wieder gemeldet hast. Und jawohl. Wir wünschen dir weiterhin viel Spaß mit der Mannschaft, hoffentlich wieder ein schönes Spiel und lass wieder von dir hören. Jawohl, bis zum nächsten Mal. Schönen Abend, Fritze, bis dann. Abend. Mach's gut, ciao. Mach's gut. Und wir schalten hinter den Kulissen, zum nächsten Anrufer es werden, wir haben ja gerade gesagt, wie alt die Technik hier ist, werden so ein paar Drehputis gedreht und ein paar Widerstände umgesteckt und schon Dabei haben wir hier ja nicht mal Leute hier, das muss man den Leuten ja vielleicht auch mal sagen, hier die Kameras, die haben ja alle nicht mal jemanden dahinter stehen, so neu ist das, ne? Also die können selber... Entweder so neu oder so alt, aber ich glaube, es ist so neu, ja, das stimmt. Ja, das die denken ist, selber. Wir sind hier völlig alleine in diesem Raum, ja. Kein Mensch ist hier, aber wir haben doch eine Regie draußen und die hat uns jetzt den Carsten reingestellt. Hallo Carsten. Jawohl, schönen guten Abend. Ja, guten Abend, hallo. Grüß dich. Ja, wie ist denn dein Stimmungsbarometer gewesen am Freitagabend, am frühen? Ja, natürlich erstmal Erleichterung, ne? Mhm. Endlich gewonnen, aber kann man auch... Natürlich ist ein Stück weit glücklich, wenn das Tor so kurz vor Schluss fällt, aber ich finde, es war hochverdient, weil sie das Glück auch diesmal erarbeitet haben. Der Einsatz hat gestimmt, ne, die haben alles gegeben. Selbst wenn sie das Spiel nicht gewonnen hätten, hätte man denen an dem Tag nichts vorwerfen können. Ja. Heidenheim ist auch keine Laufkundschaft. Mhm. Sind schon seit Jahren immer im oberen Drittel dabei, haben eine über lange Jahre eingespielte Mannschaft. Und das war nicht so leicht am Freitag. Ne? Aber das Glück haben sie sich wirklich ein Stück weit verdient. Natürlich noch mit dem Glück hätte ja noch einen Elfmeter nach Videobeweis geben können. Mhm. Ne? Das ist dann halt so ein Abend, wenn du alles reinhaust, hast du auch mal das Glück auf deiner Seite. Ne? Ja. Ich glaube, das ist nämlich ja auch, also die andere Seite des Glücks ist ja nicht nur, dass wir eins geschossen haben, sondern dass hinten ja auch keiner reingegangen ist. Also so.
Und die richtig große, zwingende Torchance gab es eigentlich auch nicht. Ne? Also mir ist nur die größte Chance eigentlich war doch die, wo man Zieler über die Außenmikrofone eigentlich ganz laut Torwart schreien hören hat. Oh, das ist mir nicht aufgefallen. Und, ja. Und dann ist er am Ball vorbeigesegelt und dann wurde es richtig brenzlig. Aber sonst... Ah, ich glaube, ich weiß, welche Situation das war, nur das Rufen. Also es war noch in der ersten Halbzeit, es war relativ früh. Relativ früh. Einmal hat er tatsächlich so ein bisschen hinten die Übersicht verloren oder so. Oder war genau, er dann irgendwie, hätte er den Ball wohl lieber haben wollen. Ja. Und auch sollen. Ja. Ja. Schon eher sollen, schon auch müssen. Schon auch müssen, tatsächlich. Aber nee, genau, also dass man eben nicht mal richtig Gefahr gelaufen ist da hinten, dass einer durchrutscht, das ist ja auch... Trotzdem eher nicht und ansonsten Glück. War Zieler dann auch eigentlich gewohnt. Ja, ja, man muss auch sagen, die haben durch die zwei Sechser, haben die auch viel vorher schon abgefangen. Ja. Ne? Und dass eben auch die Offensiven eben auch vorne draufgegangen sind, ne? Haben zwar jetzt nicht das super hohe Pressing gespielt, das fand ich dann manchmal ein bisschen, dass der Duxch ganz alleine rumgelaufen und das war dann, finde ich, kein vernünftiges Pressing, aber sie haben zumindest den Zugriff im Mittelfeld gehabt. Ne? Ja, ja. Und die Abwehr stand gut, der Börner und der Franke haben das gut gemacht. Ja, ich finde auch, das ist ein überragendes Duo da jetzt hinten, ne? Oder? Also Börner und Franke, ich finde auch, wie schnell Börner dann jetzt da reingekommen ist, das ist schon stark. Man muss auch sagen, bei den Standards endlich mal. Ne? Ja. Dass man, da sind zwei, drei Kopfbälle, die knapp vorbeigegangen sind. Ja. Ne? Das, weiß nicht, das sah alles schon ein bisschen vernünftig aus. Ne? Auch nach die Einwechslungen mit dem Kerk nach der Halbzeit hat in der Offensive was gebracht. Ja. Und dann auch endlich mal die Einwechslung von Weidand, ne? Der nicht nur das Tor gemacht hat. Ja. Natürlich hast du auch Glück, aber er hat ja auch vorher sich auch reingehauen. Ne? Er hat viele Kopfbälle gewonnen, viele zweite Bälle gewonnen und gehalten. Ja. Und im Endeffekt ein absolut verdienter Sieg. Ne? War zwar nicht das beste Spiel, aber das kannst du, glaube ich, auch in der zweiten Liga nicht erwarten, dass du da mit Hurra-Fußball da jede Mannschaft wieder spielst. Ne? Gestern Hamburg gesehen, die von der Mannschaft her und auch von der Offensive her ganz andere Namen haben wie wir. Ja. Und die wären mit ihrem Offensivfußball gegen Darmstadt auch schon fast auf die Schnauze gefallen. Ne? Aber möglicherweise hatten sie vielleicht sogar die besseren Einzelspieler als der Gegner. Das kennt man ja, diesen bösen, vergifteten Satz. Ja, ja, von daher, wenn jetzt alle Spiele so gewonnen werden, würden wir das eine Zeit lang auch erstmal mitgehen, denke ich. Das würde ich auch. Es muss nicht immer so sein, aber klar ist auch, dass es in der zweiten Liga auf jeden Fall so passiert, so stattfinden wird. Ja, aber was für Leute, also wie viele Leute glaubst du denn jetzt, dass noch kommen diese Woche, Carsten? Und wie viele Leute glaubst du, werden nötig? Ja, aber ich finde, auf der 6 müssen wir auf jeden Fall was machen. Mhm. Ne? Und gut, wir haben natürlich nominell genug gute Stürmer. Man muss gucken, was der Bayer bringt. Ne? Bei Bayer ist jetzt so ein bisschen die Frage, es war ja die Rede davon, dass man eventuell noch jemanden für den Sturm holen will. Aber Bayer ist ja jetzt so ein komischer, sag ich mal, Spezialdeal quasi, wo der fast nichts kostet, wo aber auch klar ist, der geht wieder. Und er ist natürlich auch extrem jung. Und er ist also wirklich sehr, sehr jung. 18, also da fragt man sich dann, hatten wir nicht selber noch so ein paar Milchgesichter, die eigentlich auch sich vielleicht noch hätten durchsetzen können oder wo man das dachte. Aber vielleicht ist er da ja, also er sieht wirklich unfassbar jung aus, aber vielleicht ist er auch schon deutlich weiter. Die Frage ist aber, ist er schon der angesprochene Stürmer oder wird vielleicht noch jemand geholt, der dann doch mehr Erfahrung mitbringt? Muss das sein? Oder hat man so einen Weg gefunden, jetzt vielleicht Duxch sozusagen noch einen Stürmer dahinzustellen, der nicht gleich so diesen Allmachtsanspruch ausstrahlt, sage ich mal, dass er ihn jetzt vielleicht ablösen könnte sozusagen. Ja. Aber keine Ahnung, also ich kann das selber jetzt auch noch nicht so richtig einschätzen. Ich gucke auch immer mal schon nach, ob es heute schon irgendwelche Meldungen gibt, aber bis jetzt habe ich nichts gesehen. Nee, ich glaube, lange war ja auch Marvin Duxch immer noch so eine, also da gab es ja immer noch diesen Deal mit Werder, der anscheinend, oder Werder wollte ihn ja anscheinend haben und das war immer noch nicht ganz vom Tisch, konnte man unter der Woche, glaube ich, lesen. Aber er scheint ja wirklich das abgehakt zu haben. Ne? Also ich glaube, Duxch, können wir davon ausgehen, dass der auf jeden Fall bleibt, ne? Oder? Ja, das denke ich auch. Also das wäre auch, glaube ich, fahrlässig, ihn abzugeben. Ja. Ne? Also wenn man sieht, dass man eventuell für meiner 1,5 Millionen gekriegt hätte und den Duxch dann für das gleiche Geld hätte gehen lassen,
Also da findet man heutzutage ja keinen gleichwertigen. Also der ist ja nicht so, dass er in jedem Spiel die Sterne vom Himmel holt, aber er ist ja, macht nicht nur Tore, er bereitet auch viele vor. Ne? Und hat wie jeder andere Stürmer auch gute und schlechte Tage. Hm. Aber man darf nicht vergessen, es ist kein Haaland und kein Lewandowski. Ne? Es ist ein guter, durchschnittlicher Zweitligastürmer und der hat genau wie alle anderen Spieler auch Höhen und Tiefen. Ja, und ich meine, auch Haaland macht nicht in jedem Spiel Tore, wie wir jetzt ja ausführlich zu Gesicht bekommen haben. Also ich finde auch, dass wir eine gute Mischung haben von den Stürmern. Ne? Wir haben den Tomessi, der ist erfahren, ne? Weidand, den, sage ich mal, ab der 70. bringen kannst, wenn du zurückliest oder wenn noch was nach vorne passieren muss, der wirklich die Bälle festmachen kann, was auch eine gute Variante ist mit seiner Körperlichkeit, wenn die anderen schon, sag ich mal, kräftemäßig nachlassen. Ja. Und bei Weidand ist natürlich auch diese Spieler-Trainer-Kombination, die ist ja extrem selten. Also wann hast du das schon mal, dass Spieler und Trainer sich schon aus einem, naja, ich will jetzt Egesdorf Langreda nicht zu klein reden, aber so aus einem Dorfverein kennen und so der eine dem anderen irgendwie so den Weg zum Profifußball mehr oder weniger geebnet hat. Ne? Also Jan Zimmermann ist ja auch nochmal viel mehr in den Blick gerückt, dadurch, dass eben Weidand diese Traumgeschichte so vom Dorfkicker zum Profifußballer. Also die Kombination, ich glaube, da kann sich über die Saison auch auf jeden Fall noch was entwickeln, dass man nicht sagt, Weidand ist einer, den wir ab der 70. bringen können, sondern vielleicht auch mal einer von Anfang an, den du da vorne reinstellst und der einfach weiß, wo das Tor steht. Ja, das hängt natürlich alles vom Selbstvertrauen ab. Ne? Ja. Und wenn der Trainer auf ihn zählt, und er jetzt das Glück hat, dass er die Bude macht, dann kann sich das alles auch ganz schnell drehen. Ne? Und aber vor allem mit dieser Demut. Also ich finde vor allem mit dieser Demut, dass er danach sagt, gut, dass ich den nicht drüber geschoben habe. Ja, das stimmt. Fand ich überragend. Ja, ist ja auch nicht dumm. Glaube ich, ein bisschen Selbstironie hat er dann ja auch. Ja. So, das weiß er ja auch, dass das auch schon mal passiert ist, sowas durchaus. Ja, das war wirklich ganz gut, dass er den mal ins Tor dann befördert hat. Ja. Und vor allen Dingen auch realistisch das Spiel eingeschätzt. Ne? Ja. Ich meine, es war ein Kampfspiel. Was sie sich am Ende auch verdient haben, war jetzt nicht das beste Spiel, aber was man aber auch mal sagen muss, die 8.600, die im Stadion waren, ich war auch mit dabei, ne, dass da wirklich auch für so wenig Leute eine richtig gute Stimmung war. Ne? Ja. Mhm. Und ich glaube auch, dass das der Mannschaft extrem hilft, wenn die Zuschauer eben dahinter stehen. Ne? Ja. Gegen Rostock war, Entschuldigung, aber eine Stimmung wie auf einer Beerdigung. Mhm. Ne? Da war ja wirklich gar nichts los. Naja, die Rostocker waren halt laut, ne? Das finde ich kam auch noch dazu. Also ich war nicht im Stadion, ich habe es im Fernsehen gesehen, aber was man gehört hat, waren halt die Rostocker. Mhm. Und das ist dann schon arg, also da überlegst du ja als Spieler dann auch, ne? So, was machen wir denn da eigentlich falsch? Ja, also ich finde auch, egal, ob man gegen Kind ist, ob man für Kind ist oder wie auch immer, es geht aktuell um die Mannschaft, ne? Ja. Und wenn mir der Verein am Herzen liegt, dann unterstütze ich die Mannschaft. Und alles andere hat dann da in dem Fall nicht zu suchen. Ne? Weil was ändern kann man daran sowieso nicht. Also auf jeden Fall war Freitagabend eine richtig gute Stimmung. Ne? Und ich finde auch, das muss so sein. Ja, ne? Weil das kann schon ein paar Punkte bringen, ne, in der Saison. Ne? Wir haben ja. Und ich glaube, dass wir noch oben angreifen. Ne? Das glaube ich nicht. Aber Zeit zum Einspielen sollten sie haben. Sie sollten noch, finde ich, jetzt in Darmstadt mit der gleichen Mannschaft auflaufen. Ne? Einfach um der Mannschaft auch das Gefühl zu geben, Leute, ihr habt es gut gemacht. Ne? Ja. Ihr steht eben Samstag wieder auf dem Platz. Also und solange diese immer alles reinhauen. Ich glaube ja, dass das Verhältnis hier in Hannover auch von den Fans zur Mannschaft eigentlich, also es ist speziell. Wir haben ja hier vor der Sendung, vor dem Spiel, haben wir ja klar gesagt, dass es, also war ja auch schon vorher abzusehen, aber dass es auf jeden Fall ein Minusbesuch werden wird. Das war einfach wegen des Zeitpunkts Freitagabend, wie gesagt, oder Freitag früher Abend auch noch. Das ist ohnehin kein guter Termin meistens für ein volles Stadion. Dann eben auch noch die Leistung, die man nun mal jetzt gesehen hat. Also der hannoversche Fan kann schon ein bisschen verwöhnt sein, sage ich mal, dass er sagt, nee, wenn die Mannschaft so spielt, wie sie sich jetzt gerade präsentiert hat in den letzten 2-3 Spielen, dann haben wir jetzt auch keinen Bock mehr da drauf. Aber es sind keine Schönwetterfans. Also es sind auch nicht die, die sagen, wir gehen wirklich nur hin, wenn die Mannschaft sozusagen Siegesserien und alles super, sondern nee, wenn die Mannschaft nur
ein bisschen Leben zeigt, glaube ich. Dann ist ganz schnell im Stadion auch, glaube ich, wieder Leben drin. Und also von daher kann man jetzt darauf hoffen, dass es vielleicht beim nächsten Spiel dann auch schon wieder ein bisschen anders aussehen wird. Ja. Und, aber es gibt natürlich noch das Auswärtsspiel dazwischen, das sie möglichst jetzt nicht wieder komplett von der anderen Seite zeigen sollte. Also Darmstadt, das Spiel ist dann schon nicht ganz unwichtig. Ist danach eigentlich eine Länderspielpause? Genau, danach ist eine Pause. Und das hätte ich sportlich gesagt. Nochmal zu den Ticketpreisen. Ich würde die Ticketpreise nochmal ansprechen. Also vielleicht muss ja der Verein auch mal, ich weiß nicht, inwieweit das geht so über eine Saison, aber mal drüber nachdenken, ob man nicht die Tickets dann doch noch ein bisschen günstiger macht. Insofern dann auch wieder einen Anreiz schafft oder noch mal anders irgendwie überlegt, weil das ist ja schon, also es ist ja schon komisch, dass so ein Verein mit so einem Potenzial und die Stadt irgendwie noch drumherum, also es ist schon erstaunlich, also es sind schon erstaunlich wenig Zuschauer, würde ich behaupten, man vielleicht als Verein noch mal so ein bisschen dran drehen könnte. Wobei ich natürlich, also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich für die Preiserhöhung ziemliches Verständnis habe. Also muss man natürlich sehen, dass man, natürlich klar, wenn man dann das Gefühl hat, dass, wenn es wirklich so ist, dass wegen der Preiserhöhung besonders viele Menschen nicht kommen, dann könnte man sich natürlich ins eigene Fleisch schneiden. Also dann kann es natürlich sein, dass es doch eine dumme Entscheidung ist. Weil wenn man noch weniger Zuschauer hat, also noch weniger Geld einnimmt, dann, aber dass man natürlich vielleicht ein bisschen jetzt versuchen muss, mit den Preisen zumindest ein ganz bisschen diese Verluste, die ja durch Corona entstanden sind, ganz klar, ein bisschen auszugleichen, kann ich also auch verstehen. Und die ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob man es auf den Fan umlagern muss. Also ich weiß nicht, ob man... Ja, muss. Die Frage ist, ob es finanziell nötig ist. Und ob es so schlau ist auch. Also ja, natürlich, die werden das auch durchgerechnet haben und so. Also ich fand jetzt, also ich für meinen Teil, wenn ich jetzt, also ich jetzt, mich hätte es jetzt nicht so abgehalten davon hinzugehen, sage ich mal. Also das war es jetzt weniger, was mich zu dem Gedanken bewogen hat, nicht hinzugehen an diesem Freitag, sage ich jetzt mal ganz klar. Also schon, ich finde, das ist schon ein ganz wichtiger Punkt, ne? Dass Leute, es betrifft, der Corona betrifft ja nicht nur den Fußball, das hat ja auch ganz viele Arbeitnehmer eben hart getroffen. Genau, ne? Das stimmt natürlich, die Leute haben natürlich auch nicht mehr so viel Geld. Ja, wenn man dann liest, die Personalpolitik, die 96 die letzten Jahre betrieben hat, dass da Millionen an Abfindungen rausgeschleudert wurden, dann stellt sich natürlich schon die Frage, muss man das Geld jetzt auf den Fan umwälzen und wäre es nicht besser gewesen, 2-3 Euro weniger zu nehmen und es wären 5.000 Leute mehr gekommen. Ne? Ich meine, das ist dann halt die... Wenn man es mal wirklich im Kopf zusammenrechnet, wenn wir das ganze Geld, was wir in den letzten 4-5 Jahren für Abfindungen bezahlt haben, zusammengelegt hätten, dann könnten wir jetzt Messi begrüßen bei uns im Stadion ab dieser Saison. Zum Beispiel. Glaube ich. Also zumindest für 3 Spieltage und dann ist es vielleicht wieder zu teuer. Ja, Carsten, wir haben den nächsten Anrufer in der Leitung und deswegen kurze Frage, wer ist denn jetzt deine Aussicht für das Spiel gegen Darmstadt? Glaubst du, dass die Mannschaft da jetzt aus diesem Hoffnungskeim einen blühenden kleinen Strauch, vielleicht sogar einen großen Baum machen kann? Also ich habe es ja gegen Heidenheim auch vorher gesagt, wenn der Einsatz zu 100% stimmt, dann hast du auch eine Chance, das Spiel zu gewinnen. Mhm. Und so wird es auch in jedem Spiel sein. Ne? Das ist immer die Grundvoraussetzung, dass die Mannschaft wirklich alles reinhaut. Und dann hast du auch eine Chance, jedes Spiel zu gewinnen. Ne? Mhm. Natürlich kannst du auch jedes Spiel verlieren, aber das wirft dir keiner vor, wenn der Einsatz stimmt. Ne? Aber das finde ich erstmal Grundvoraussetzung. Ja, aber die Frage war ja, was sagt dir dein Gefühl? Also ich sage, wir holen einen Punkt in Darmstadt, weil Darmstadt ist auch gut drauf. Okay. Und dann finde ich, das würde ich schon ganz okay finden. Wir folgen unserem Vorbild, dem kleinen HSV, und spielen auch unentschieden gegen Darmstadt, sagst du. Okay, gut. Schauen wir mal. Wäre jetzt nicht so schlimm. Dann hoffentlich nach einem engagierten Spiel sprechen wir uns dann hoffentlich nächste Woche wieder. Jawohl. Carsten, vielen Dank erstmal. Und schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Von mir auch. Jo, tschüss. Mach's gut. Mach's gut. Ciao. So. Ja, und dann können wir schon den nächsten Anrufer. Das große Zahnrad wird gedreht. Ja. Die Kabel werden neu gesteckt. Ich bin doch schon da. Er ist schon da, unglaublich. Ja. Hallo, Micha, grüß dich. Ja, grüß dich, Matthias, grüß dich, Niklas. Guten Abend, hallo. Ich war am Freitag noch in Urlaub und habe dann Radio gehört, NDR2. Mhm. War ja mal eine ganz neue Situation, deswegen kann ich aber auch nicht zu dem Spiel sagen. Es war nur so, dass der Sprecher gleich am Anfang sagte, das Einzige, was also 96 nicht machen darf,
über die Außen kommen und hohe Flanken reinschlagen. Da sind drei solche Recken drin, alle über 1,80, 1,90. Damit haben sie keine Chance. Und wo er ausgeredet hat, sagt er, und wissen Sie, was 96 macht? Haut jede Flanke hoch rein. Ich denke, na klasse. Super. Weißt du warum? Weil die Spieler während des Spiels kein NDR2 reinbekommen. Ne, wenn die das gehört hätten. Ja. Ja, genau das ist richtig. Nee, und zweiter Halbzeit sagt er denn, also das Spiel verflacht immer mehr. Also ich weiß jetzt auch nicht mehr, was ich Ihnen anbieten soll. Jedenfalls danach war es also wieder wie immer eigentlich, sage ich mal, ich habe gezittert und habe mich noch gefreut, dass unser 1-0 gefallen ist. Aber ich kann eben, wie gesagt, nichts zu dem Spiel sagen oder zu den einzelnen Spielern. Dann habe ich aber am Sonnabend, sind wir ja wieder zurückgekommen, da habe ich in der Bundesliga, in der zweiten Liga-Konferenz, da in der Halbzeit zeigte sie das Tor von Weidand. Und da Vorbei, ne? Das habe ich gar nicht mehr so in Erinnerung. Aber was mir da hängen geblieben ist, einmal, der Schuss war schön, war glatt, und der Weidand, der war, also dem fiel wirklich so ein dicker Stein vom Herzen, der konnte sich gar nicht richtig freuen. Das war die eine Sache, also das fand ich klasse. Und das zweite, was ich noch besser fand, da rennt der Duxch auf dem Weidand zu und gratuliert ihm so, also als wenn er sich wirklich echt richtig gefreut hat, mit dem Weidand zusammen. Also so ein Konkurrenzdenken ist da nicht. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, da hat mir der Duxch imponiert. Und er hat auch die ganzen anderen Spieler rangewunken, dass die ihm auch gratulieren sollten. Also da muss ich sagen, da also Respekt vor dem Duxch, muss ich sagen. Das ist mir also aufgefallen. Da ist noch bei, gut, dass du das sagst, weil mir ist es gar nicht so aufgefallen. Aber das wird schon stimmen. Ne? Also ich hatte auch das Gefühl, dass alle dann relativ schnell... aber das ist Duxch angeleitet, aber ja. Nach allem, was ich weiß und auch so im Vorfeld, also schon ein bisschen her, verstehen die beiden sich aber auch tatsächlich wirklich gut, sodass man davon ausgehen kann, dass auch Duxch einfach nachempfinden kann, wie es für Weidand geht, der jetzt eben so lange nicht getroffen hat und diese Erwartung und wie wichtig das ist, dass es jetzt doch mal geklappt hat. Ja. Also da ist dann, ich kann das schon auch glauben, dass das dann eben auch einfach ehrliche Mitfreude an dem Kollegen ist, den er ja auch, ich denke mal, den er durchaus schätzt als Kollege. Ja, oder als Spieler, als Mensch. Und was mir also selbst bei Kotschak war es so und jetzt bei Zimmermann ist wohl auch so, dass die Meinung von Duxch, selbst wenn er sie nur intern äußert, er hat ja damals in der Kabine diesen Musser so fertig gemacht, vor allen anderen Leuten, dass der Kotschak den nicht mehr aufgestellt hat. Und seitdem wird er auch nicht mehr aufgestellt. Ich bin überzeugt, dass der Duxch da sein Veto eingelegt hat bei den Zimmermann und hat gesagt, pass mal auf, mein Freund, ich möchte mit dem nicht zusammenspielen. Da musst du mich rausnehmen. Das ist natürlich auch eine Spekulation. Aber von dem redet jetzt gar keiner mehr, wo wir uns vor einem Monat oder wie lange das her war, mal gesprochen haben. Da waren die Vorbereitungen abgeschlossen für die neue Saison. Kein neuer Spieler. Dann hieß es, naja, nach der Niederlage gegen Rostock, dann könnten wir vielleicht doch noch mal für ein, zwei Leute Geld locker machen. Da hat selbst Stanley hat gesagt, 96 hat gar kein Geld. Wo sollen sie denn das her haben? Dann haben sie den Valette verkauft. Ja gut, jetzt haben wir 2 Millionen, jetzt können wir wieder was kaufen. Und dann sagt der Zimmermann, ja, wir brauchen Stürmer. Wir brauchen unbedingt was für einen Stürmer. Ja, warum nimmt er nicht erstmal diesen Musa da? Der hat sich doch in den 2, 3 Spielen, die er da eine halbe Stunde gespielt hat, hat er doch Schwung reingebracht. Warum testet er den denn nicht mal? Nein, es werden neue gekauft. Ja, gut. Also ich meine, das ist ja der Grund, warum jetzt auch wir gerade kurz ein bisschen skeptisch waren, was den Neuerwerb Maximilian Bayer angeht. Mhm. Also bei Dumbuya hatte man jetzt zumindest das Gefühl, dass es da den Versuch gegeben hat, ihn an die erste Mannschaft ranzuführen, dass er, glaube ich, auch im Trainingslager, wenn ich mich nicht irre, mit war. Und dass es dann aber irgendwann erstmal zu der Erkenntnis kam, es reicht noch nicht für die erste Mannschaft. Das ist ja immer bei den Jugendspielern so die Frage, die haben ein gewisses Talent, sind wahrscheinlich auch in der Lage, wenn sie mal 10 Minuten in einem Bundesliga- oder Zweitbundesligaspiel mitspielen, für durchaus frischen Wind zu sorgen. Aber ob es dann tatsächlich reicht, dass man aus ihnen einen dauerhaften Spieler machen kann, ist dann halt eben, das muss sich dann ja erst zeigen. Und das hat möglicherweise sich bei ihm irgendwie dann erstmal so abgezeichnet, dass es vielleicht doch nicht der Fall ist. Ich weiß es auch nicht so genau, habe nur irgendwann mal sowas gelesen im Vorfeld jetzt oder kurz vor der Saison, meine ich, dass Dumbuya da erstmal wieder ein bisschen zurückgestellt ist jetzt gerade. Ob das allerdings mit einem Machtwort von Duxch, das würde ich dann doch erstmal in den Bereich der Verschwörungstheorien verweisen. Ja, es ist
eine Spekulation. Ja, oder aber eine Spekulation, weil... Das ich möchte dich übrigens jetzt nicht hier irgendwie beleidigen oder so, aber die gleichen Sätze, die du eben vorgetragen hast, hatte damals Kotschak auch gebracht. Der Mann ist noch nicht fit. Der hat nur Luft für 30 Minuten. Ja, und dann haben wir 3-4 Mal verloren, dann bringt er ihn. Er macht gleich ein Tor, er bringt gleich frischen Wind rein, dass ihr beide auch gesagt habt, jö, das ist klasse. Wenn der jetzt noch die Kondition dazu kriegt, ja, und dann liest auf einmal in der Zeitung, dass der wohl nicht abgegeben hat auf den Duksch, dass der in der Kabine, der Duksch, den fertig gemacht hat. Und daraufhin hat Kotschak ihn gar nicht mehr aufgestellt. Er wusste ja schon, dass er weggeht. Also diese Argumente, das sind immer so Sachen, die hört man so oft bei uns. Der ist noch nicht fit genug. Den kannst du den Weidern, den kannst du in der 70. Minute bringen. Ja, also Jungs, der hat ein Trainingslager mitgemacht und dergleichen. Der ist nicht verletzt gewesen. Da geht doch nicht, dass ich dann sage, der kann in der 70. Minute eingewechselt werden. Die mentale Fitness, Michael. Gegen Dresden, da haben wir alle gesagt, er muss mit 2 Stürmern spielen. Da haben wir ja nur geredet von Weidand und Duksch. Und dann spielt er auch wieder nur mit einem Stürmer. Und da heißt wieder, naja, der kann noch mal kommen. Also, naja, das weiß ich nicht. Aber auf der anderen Seite siehst du ja auch die wechselhafte Geschichte, die unsere Jugendspieler, unsere Jugendhoffnungen so in den vergangenen Jahren irgendwie genommen haben. Da hat es welche gegeben, die sich ziemlich gut durchgesetzt haben, wie Sarin Rennbasé ist, glaube ich, ist zwar gerade verletzt, aber ist ja, glaube ich, bei Hoffenheim, meine ich, oder? Ja, ja. Und wer war noch? Also es gab jedenfalls immer mal wieder welche, aber es hat eben auch einige gegeben, bei denen dann eben doch die Verletzungen, das zum Beispiel einfach die Karriere beendet haben oder eben die Erkenntnis, dass es nicht ausreicht. Also wir hatten da ja immer mal wieder schon 1-2 und es ist jetzt einfach nicht so, dass man sagen kann, ja, wenn man denen erstmal ihre Einsatzzeiten gibt, dann wird das schon was, sondern ja, das kann auch zu der Erkenntnis führen, nee, es ist eben für den Profi-Alltag nicht ausreichend. Und also das muss man bei diesen Spielern schon immer, glaube ich, ein bisschen im Blick haben. Also ich sage nicht, dass das immer richtig ist, wenn ein Trainer sagt, der ist noch nicht fit. Ich sage nur, wir wissen es nicht so genau und die sollten natürlich eigentlich in der Lage sein, das ein bisschen mit einem fachlichen Blick zu begutachten. Ja. Und diese Einschätzungen müssen auch nicht immer stimmen, aber sie sind natürlich vielleicht trotzdem wichtig, weil man will natürlich die jungen Menschen auch nicht verheizen oder möglicherweise sogar in einer Form, sei es mental, sei es körperlich, überfordern, die wirklich vielleicht für sie nicht gut wäre, einfach für ihre Gesamtentwicklung, jetzt weniger als Fußballspieler, sondern einfach als Mensch. Das ist ich glaube auch für Zimmermann war das Thema dann doch auch nochmal tiefer gelagert, sodass er mit Duksch und Weidand eben 2 wirklich gute nominell Bundesliga-Stürmer da hat, die aber das Vertrauen in sich selbst so ein bisschen über die letzten Monate jetzt nicht verloren haben, aber nicht so hatten, wie sie es vielleicht bräuchten. Und wenn du dann eben so einen jungen Stürmer da hinstellst, bei dem dann alle sagen, hey, warum spielt der denn nicht und bring den doch mal und bei Duksch und Weidand wissen wir doch. Also Zimmermann musste ja einerseits oder muss ja immer noch Duksch und Weidand das Vertrauen in sich selbst zurückgeben. Er muss gucken, dass irgendwie die Balance in der Mannschaft stimmt und dann kann er ja immer noch die jungen Spieler in der Saison mal, was weiß ich, wenn sich dann doch noch mal einer für 3 Wochen verletzt oder so, dann kann er sie immer noch reinschreiben und dann ist auch die Aufmerksamkeit gar nicht so groß. Also Niklas, ich glaube, dass da einiges hinter den Kulissen abläuft, was wir gar nicht wissen. Und es ist auch gut, dass das nicht nach außen getragen wird, sondern dass das innerhalb der Mannschaft bleibt. Aber du bist davon überzeugt, dass der Duksch gesagt hat? Ja, bin ich immer noch. Und kann ja auch sein. Also, bloß, du wirst nie einen finden, der das sagt. Höchstens er wechselt den Verein und fängt dann an, was auszuplaudern. Aber das kommt in anderen Mannschaften auch nicht gut an, wenn es da so einen Maulwurf gibt. Aber ich wollte nur eins sagen. Wenn du jetzt dieser Musa da, dieser Dumboja, der steht ja bei dem Lala als Spielervermittler unter Vertrag. Mhm. Und du kannst mir doch nicht vorstellen, wenn der so gute 3 Teilspiele, 20 Minuten gebracht hat, dass der jetzt wartet, bis sich ein anderer verletzt. Der Lala wird jetzt sagen, pass mal auf, den verscheuere ich für, Entschuldigung, also das ist ja wieder bescheuert, das war wieder ein falsches Wort. Den verkaufe ich, den vermittle ich zu einem anderen Verein und verdiene daran und 96 macht dann so, das könnt ihr ja nicht sehen, und kriegt keinen Pfennig dafür, aber der geht dann, was weiß ich, für 250.000 wird er ausgeliehen irgendwo hin und entwickelt sich da weiter und dann sagt Lala, ja, ihr habt die Chance gehabt, den aufzustellen. Also das ist auch wieder Spekulation. Aber ich sage nur, dass der auf einmal so mir nichts, dir nichts fallen gelassen wird und der kann spielen, der Lala, der macht das auch nicht für nothing,
der wird sehen, dass er für den einen neuen Verein kriegt. Da werden wir uns wundern, dass auf einmal alle da bleiben und auf einmal einen Tag vorher, vor der Wechselfrist, wird der verkauft irgendwohin. Verramscht, das kann man ja vielleicht nochmal sagen. Naja, alles klar, das sind alles nur Spekulationen und wir wollen jetzt auch Feier machen, da können wieder noch andere ran. Mein Tipp ist 3-1 für Darmstadt. Ach aber du ja, Misanthrop. Ich habe das letzte, das ist auch eine Spekulation. Ich habe das Spiel ja gar nicht gesehen am Freitag. Mhm. Ich kann mir wirklich kein Urteil erlauben, in welcher Form die zurzeit sind. Das aber ist einfach zwei Zahlen ausgewürfelt. Ja, genau so ist es. Aber wenn ich den im Radio gehört habe, da habe ich gedacht, da hast du nichts verpasst, dass er nicht. Ich muss mich noch mal korrigieren, weil ich natürlich gerade Blödsinn erzählt habe. Ich meinte nicht Saren Rhenbassé, ich meinte natürlich Ilas Bebou. Mhm. Der ist bei Hoffenheim und hat sich durchgesetzt. Saren Rhenbassé zum Beispiel ist eher ein Beispiel der Leute, die sich nur so, naja, durchgesetzt haben, weil der ist bei Augsburg, habe ich es nochmal nachgeschaut. Da ist er dann aber auch, glaube ich, erstmal in die zweite Mannschaft gerutscht und. Aber auch mit viel Potenzial damals irgendwie. Genau, und da war es zum Beispiel so, dass da die Verletzungen ihn, glaube ich, sehr, sehr oft dann ausgebremst haben. Ja, und der Bebou, der hat doch jetzt immer im Sturm, ich glaube, rechts auf der rechten Seite gespielt. Der hatte ja auch letzte Saison mindestens 2-3 Tore. Der hat sich ja wirklich so weiterentwickelt. Also im Augenblick, wie gesagt, glaube ich, tatsächlich leider verletzt. Aber Bebou, genau, war in den letzten Jahren in Hoffenheim ein auffälliger und guter Spieler, würde ich sagen, glaube ich auch. Ja. Aber das alles klar, Jungs. Auch bei uns schon gezeigt. Lass die Frauen mal wieder drin. Ja, genau. Alles klar, schönen Abend noch. Die Frau heißt Thomas. Mach's gut. Schönen Abend. Ciao. Genau, und wir werden jetzt werden draußen zum letzten Mal nochmal alle Hebel umgestellt, um die Frau, die keine Frau vermutlich ist, der heißt Thomas, unseren Anrufer ins Studio zu stellen. Hallo Thomas, grüß dich. Hallo, ich grüße euch, ihr Lieben. Schön, wieder bei euch zu sein. Ja, uns auch. Du klingst ja noch heiser und begeistert vom Spiel. Ja, ne, begeistert bin ich nicht. Ich war ein richtiges schönes Spiel war es nicht. Aber wichtig ist die 3 Punkte. Ja. So, bevor ich jetzt mit meinem Plan loslege, möchte ich erstmal Stanley grüßen, der morgen operiert wird an Krebs. Stanley, falls du das hörst, ich drücke dir alle Daumen, du wirst es schaffen. Du wirst den Krebs besiegen. So, Entschuldigung, das wollte ich erstmal loswerden. Ja, uns das können auch, wir nur, genau, das können wir nur unterstützen. Auch alles Gute, genau. Ja. Genau. So, und das Spiel war taktisch geprägt, unheimlich. Also es war ziemlich öde in der ersten Halbzeit und das war, ich frage mich, was Duxch macht. Duxch, der ist 80 Minuten nicht zu sehen und dann ist das mal 10 Minuten zu sehen, schlägt einen Pass und ich weiß gar nicht, was die alle für so einen tollen Torjäger halten. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, weil ein Stürmer, der 8 Chancen braucht, um ein Tor zu schießen, ist kein guter Stürmer. Wie seht ihr das? Naja, hast du schon recht. Es gibt ja bei Duxch immer diese schöne Argumentation, der ich mich definitiv nicht entziehen möchte, dass ein guter Stürmer aber auch jemand ist, der Torchancen kreiert. Natürlich bringt es nicht so wahnsinnig viel, wenn immer nur Torchancen kreiert werden und keine Tore dabei rauskommen. Ja. Aber also wie auch Niklas schon gesagt hat, bei Muslia ist es ja auch so, oder nee, warst du das überhaupt, der vorhin sagte, wenn der eine Schuss kommt, dann der Genie-Schuss, ist man ja schon zufrieden. Und so ist es ein bisschen, ist es ja bei einem Stürmer wie Duxch auch, wenn er ein oder vielleicht 2 Tore mal macht, ist es ja schon alles gut. Er muss ja nicht jede Torchance, die irgendwie entsteht, schießen. Also du hast schon recht, es ist natürlich immer diese Problematik, ein Stürmer ist nur ein Stürmer, funktioniert nur als Stürmer, wenn er auch das Tor trifft. Aber das hat Duxch ja nun auch für uns in wechselnder Qualität zugegeben, immer wieder bewiesen, dass er eben auch in Abständen immer wieder trifft. Also man muss jetzt nicht davon ausgehen, also es gibt zumindest keinen Grund im Augenblick zu denken, dass es jetzt wieder eine ewige Flaute ist, sondern ja, es gibt halt diese Phasen, aber er wird auch wieder treffen. Das ist, glaube ich, bei ihm normal und wir haben schon gesagt, wir sind eine Zweitligamannschaft, da muss man über jemanden wie Duxch, glaube ich, schon ganz froh sein. Aber ich finde, insofern ist das ein extrem guter Punkt, weil eigentlich, wir sagen jetzt so seit, also ich bin jetzt so seit 2 Jahren, glaube ich, hier dabei, seitdem, und ich habe es vorher auch, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt, seitdem sagen wir eigentlich immer so, naja, Duxch, der hat ja schon mal nachgewiesen, was er kann. Oder was er mal konnte. Und da hoffen wir ja eigentlich die ganze Zeit drauf, dass er es dann mal über einen längeren Zeitraum auch wieder nachweist. Er hat es bei Kiel bewiesen. Er konnte. Genau, bei Kiel hat er das. Torjäger. Aber genau. Sich damit brüsten, 15 Tore geschossen haben, das ist ein Witz. Wenn der jetzt, sagen wir mal, jeden Dritten verwandelt hätte, dann wäre der Torschützenkönig gewesen letzte Saison. Ja. So, und viele beschweren sich, dass er einfach keine Flanken kriegt.
er selber tobt hinten bei uns am Strafraum rum und holt sich die Bälle selber und verliert sie aber nach ein paar, paar Sekunden. So. Und wenn er den Ball kriegt, wenn er Flanken kriegt, dann macht er mal seine seine One-Shot-Spiel und hat den Ball wieder weg. Oder schießt ein Field-Goal, weit übers Tor. Ja. Ich aber denke aber, wir sollten ihm diese Saison noch geben. Also ja. das würde ich, also danach finde ich auch, sollte man mal gucken, also wenn es jetzt wieder diese Saison nicht so richtig funkt, dann würde ich auch sagen, dann sollte man überlegen, ob man nicht sagt, komm, dann holen wir uns lieber einen anderen. Aber ich würde ihm die Saison noch geben und jetzt noch nicht nervös werden, dass es vielleicht diese Saison wieder nichts wird. Und ich sage nochmal, ich meine, ich bin, wie gesagt, ich habe nicht so viel Ahnung. Man kann mich jetzt gerne sofort, mir jetzt sofort das Gegenteil beweisen. Also deswegen sage ich das oder frage ich das. Aber zeigt mir doch die Mannschaft, zeigt mir den Zweitligastürmer, der in der Hinsicht so viel besser ist. Also nehmen wir jemanden wie Terodde, der macht die Tore ja in Anführungsstrichen auch nur, wenn er die guten Vorlagen zum Beispiel kriegt. Also einer, der jetzt auch noch die ganzen Tore-Situationen kreiert, ist er zum Beispiel auch nicht so. Vielleicht gibt es einen oder zwei in der zweiten Liga, aber ich weiß es jetzt gerade gar nicht so. Wir können ja jetzt nicht jemanden wie Haaland zum Beispiel als Maßstab nehmen. Ja. Nein, auf jeden Fall nicht. Aber wisst ihr, zu welcher Zeit mir Duxch am besten gefallen hat? Ganz in klar Dortmund in der U19. Nein. Ganz klar, als Gudetti da war. Ja. Da haben wir bei uns in der Gudetti, John Gudetti. Ja. Ja. Ach so, ja. So, da hatten wir schon bei uns in der Facebook-Gruppe hatten wir schon ein Wort kreiert, Duxchetti. Wenn die beiden gespielt deswegen haben. Deswegen hat er dir so gut gefallen, weil ihr dieses Wort kreiert hattet, ja. Ja, weil Gudetti hat die Räume gerissen, die Duxch brauchte teilweise. Mhm. So. Er hat zwar selber keine Tore geschossen oder vielleicht nur ein, zwei, aber er hat Räume gemacht. Und das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen einen, der vorne die Räume öffnet. Mhm. Weil jede Mannschaft bislang stand groß unter Motto verteidigen gegen uns. Ja, bis auf Bremen. Aber dann hast du doch gerade selber gesagt, dann liegt es ja gar nicht an Duxch, dann brauchen wir nur den Raumöffner. Ja, wir brauchen Raumöffner. Wer könnte das sein? Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Unter guten Umständen vielleicht Kerk. Ja. Kerk könnte ich mir dann gut vorstellen. Also du meinst schon einen, der halt nicht selber im Sturm ist. Also weil ich gerade noch so Weidand im Kopf hatte, weil ich finde, dass der auch immer ganz gute Läufe macht. Also Weidand die und Duxch aber auch Weidand ist für mich überbewertet. Weidand und Duxch haben aber mal, Entschuldigung, ja, die haben mal zusammen eigentlich ganz gut so ein Sturm-Duo auch mal abgegeben. Das ist dann wieder im bisschen versandet, aber das sah kurz mal so aus, als würde das sehr gut funktionieren zum Beispiel auch. Ja, anfangs. Ich weiß nicht, was die für Probleme miteinander haben. Ich weiß es nicht. Aber alles in allem, wir haben noch gar kein Team. Guck mal, 2017, also die Aufstiegsmannschaft, die ist nach dem Spiel oder nach dem Training, sind die zusammen ausgegangen, haben Bier getrunken oder sind Billard spielen gegangen, keine Ahnung. Die haben miteinander was gemacht. Seitdem haben wir aber kein Team mehr. Wir haben eine Mannschaft, aber kein Team. So, und da liegt es am Verein. Da muss der Verein was machen. Ich habe Martin Kind schon angeschrieben, habe gesagt, hier, kümmern Sie sich mal drum. Suchen Sie irgendjemanden, der das Team bildet. Also mannschaftsbildende Maßnahmen, beispielsweise, dass Sie gezwungen werden, zusammen montags um diese Sendung zu gucken. So in einem großen Raum. Zum Beispiel, da können Sie auch was lernen. Ja. Na, also das ist ja nun Bildungsfernsehen. Ja, absolut. Ja, ja, keine Ahnung. Also ich meine, eine Mannschaft bildet sich dann ja auch immer durch die Erfahrungen, die sie machen und im Idealfall eben natürlich auch vor allem durch die gemeinsamen hoffentlichen Erfolge. Also von daher, das baut sich jetzt halt auf. Ich meine, auch der Trainer ist ja noch nicht so unglaublich lange da, aber vielleicht baut sich da ja gerade eine Mannschaft auf. Ich will es hoffen, weil wir brauchen unbedingt eine Mannschaft. Ja. Denn nur mit Mannschaftlicher Geschlossenheit... Jetzt läuft gerade die Saison. Ja, das ist eigentlich schon zu spät. Naja, guck dir andere Mannschaften an, dann legen wir noch gut im Trend, legen wir noch gut im Soll halbwegs. Ich glaube auch, also wir haben ja vorhin schon die Länderspielpause jetzt angesprochen. Also ich glaube, dieses Spiel jetzt gegen Darmstadt wird extrem wichtig, weil wenn du da mit einem positiven Gefühl rauskommst, dann Jan Zimmermann, der ja auch, darf man ja auch nicht vergessen, der ja auch noch in den Aufstiegsspielen gesteckt hat und so, der noch gar nicht so viel den Kopf in dieser Vorbereitung, oder die Vorbereitung war einfach nicht so wahnsinnig lang, die er jetzt mit 96 hatte. Aber wenn du dann da in der Länderspielpause ja vielleicht mit einem Kader, wo du weißt, okay, wir bleiben jetzt so zusammen, wenn du da dann mal so ein bisschen arbeiten kannst, das kann schon wichtig sein. Aber dafür wäre jetzt ein Sieg gegen Darmstadt schon extrem wichtig, glaube ich, ja. Dass man da halt sich gut fühlt als Mannschaft. Ne?
Ich meine, wir wissen ja, wenn es ein Spieltax, ein Spiel, wenn es ein Element gibt, das der 96-Mannschaft immer gut bekommen ist, dann war es die Länderspielpause. Ja. Also da haben wir ja beste Erfahrungen damit. Ja, also von daher also, alle verletzt hier. Ich habe Anrehnungen. Ja, es wäre auch wenn man jetzt wirklich denken könnte, okay, wenn wir jetzt uns wieder im Aufwärtstrend befinden und dann kommt die Länderspielpause und dann geht es wieder. Aber trotzdem, wir wären trotzdem froh über den Aufwärtstrend eigentlich jetzt im Spiel. Ja, natürlich, das ist ja das, was wir wollen, Aufwärtstrend. Platz 13, damit können wir nicht zufrieden sein. Nee, aber das ist ja auch alles im Augenblick tatsächlich noch extrem eng beieinander. Also das wird jetzt erst in 2-3 Spieltagen sich tatsächlich abzeichnen werden und welchen Platz wirklich belegt. Naja, also. Aber der Beginn ist schon wichtig, denn wenn du keine Punkte ansammelst, dann hast du es hinterher schwer, auch die Punkte wieder reinzuholen. Ne? Ja. Ja, aber jetzt haben wir ja schon 4. Ja, auch doch. Es ist auch deutlicher Aufwärtstrend. Ja. Naja, so 4 ist jetzt ja schon gar nicht so schlecht aus 3 Spielen. Okay. Und zu meinem Vorredner wollte ich noch sagen, also wenn Dux tatsächlich die Macht hat, seinem Trainer zu sagen, der Dumbo ja spielt nicht mehr, der muss er, dann ist der Dux aber falsch im Team. Meiner Meinung nach. Ja, aber das ist ja alles Spekulation. Also Spekulation, der wir jetzt hier nicht zu viel Platz einräumen wollen. Weil ich wollte nur noch mal auf den Spekulationszug aufspringen. Also, wenn es so wäre, dann wäre das auch sehr komisch. Komisch, ja. Aber wir würden einfach mal in den Raum werfen, wahrscheinlich ist es gar nicht so. Es ist garantiert nicht. Ja. Also das. Ich glaube, was halt stimmt, ist natürlich, und da hat Micha, glaube ich, auf jeden Fall ja recht, dass Duxs Wort in der Kabine extrem viel Wert hat. Auch viel mehr, als man so von außen irgendwie denkt. Also ich glaube schon, dass der ja ein Führungsspieler ist und so. Aber ob er jetzt da einzelne Spieler irgendwie, ob er den Daumen hoch oder den Daumen runter macht. Nee, das kann er nicht. Das kann er nicht. Also ich denke nicht, dass er so einen Stellenwert hat, dass er das entscheiden kann. Ich hoffe mal auch nicht, ja. Ja. Also da haben wir deutlich andere Leute, die das eher beeinflussen können. Ja. Ja. Was sagst du denn jetzt gegen Darmstadt? Was wird das? Ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster. Es wird ein 3-1 für uns. Für uns? Ah, sehr gut. Du hast das Ergebnis von Micha genommen und einfach umgedreht. Ja, natürlich. Weil Micha hat keine Ahnung von Fußball. Entschuldigung, Micha, war ein Scherz. Das werden wir dann jetzt ja sehen im Zweifel. Ne? Vielleicht... Ja, das ist doch gut. Das ist also deine nicht nur Hoffnung, sondern du siehst es auch durchaus als realistische Möglichkeit, dass es passieren kann. Genau. Und hier der Neue, wie heißt der? Bayer? Der Bayer, der sollte man jetzt von Anfang an spielen. Der ist jung und hat Zug zum Tor. Und laut Jan Zimmermann konnte man es ja in den 2 Minuten, die er gespielt hat, konnte man das ja gut sehen. Ich habe es nicht gesehen, aber ich erwarte es eigentlich von ihm. Weil er ist jung, der steht voll im Saft, der macht noch... Er ist natürlich sehr jung, ne? Also ich finde 18 ist... Du meinst, dass es sein kann, dass er auf dem Weg zum Tor versucht, noch sein Abi abzulegen? Vielleicht. Naja, erstmal soll er Hauptschulabschluss machen, also naja gut. Das ist ja geil. Schauen wir mal, also grundsätzlich, warum nicht den Jungen eine Chance? Wir wollten ja auch die Jungen aus der eigenen Jugend. Richtig. Jetzt haben wir halt jemanden, den wir vielleicht ein bisschen mit ausbilden sollen, der aber möglicherweise super veranlagt ist. Also warum nicht? Klar, wenn er sich auf dem Trainingsplatz gut zeigt, sollte man das machen. Klar, würde ich auch sagen. Ja. Wir sind am Ende angelangt. Deswegen, Thomas, würde ich sagen, du hast ja auch schon getippt. Ganz herzlichen Dank auch an dich für deinen Anruf. Und nochmal ganz liebe Grüße an Stanley. Alles Gute. Toi, ja, toi. Yes. Die Daumen für morgen sind gedrückt. Genau, von uns auch, ganz tolle. Und genau, für ihn ist natürlich jetzt auch dieses Lied am Schluss. Erstmal dir danke, mach's gut, Thomas, bis bald. Hoffentlich ruf wieder an. Ne? Mach's gut, Jungs, bis bald. Mach's gut. Ja, und wir haben ein Lied, das einfach zum Spiel vom Freitag einfach halt passt, zu dieser ganz besonderen Situation, die wir da erlebt haben. Fußball ist dein... Nee, Moment. Fußball ist einfach, wenn man nur versteht, dass sich prinzipiell um den Ball alles dreht. Man schießt ihn hin und schießt dann wieder her. Das ist im Grunde gar nicht so schwer. Wir spielen jetzt schon so lang dieses Spiel. Hin und her schießen, wir laufen auch viel. Doch mit einmal ist was geschehen. Wir können's gar nicht verstehen. Sowas, ein Tor. Wo kommt denn das jetzt her? Sowas, ein Tor. Das kommt doch sonst nicht vor.
und alle. Ja, wir waren überrascht von diesem Tor. Wir würden uns aber freuen, wenn diese Überraschung in den laufenden Spielen ein wenig abnimmt. Wir das öfter sehen können. Ja. Und dann singen wir auch jede Woche hier. In diesem Sinne, alles Gute an Stanley. Und wir sehen uns hoffentlich auch nächste Woche wieder mit einem tollen Auftritt von 96 am Wochenende in Darmstadt. Genauso machen wir das. Genau. Danke. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.